Hallo und herzlich willkommen in diesem Video und auf meinem Kanal. Mein Name ist Dominik Machner und heute wollen wir uns einmal angucken, ob eine vegane oder vegetarische Ernährung zu einer genauso guten Muttermilch führt wie eine mischköstliche Ernährung. Viel Spaß! Die vegetarische und auch vegane Ernährung sind in den letzten Jahren immer populärer geworden. Und deswegen haben sich auch schon verschiedene Fachgesellschaften zu diesem Thema positioniert. Die amerikanische American Dietetic Association zum Beispiel hat die Meinung, dass eine gut geplante vegane und vegetarische Ernährung auch für Kinder zum Beispiel geeignet ist, auch für Schwangere und eben in allen Lebenslagen geeignet ist, wenn man sie eben entsprechend plant und vielleicht auch die ein oder anderen Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist zum Beispiel der Meinung, dass eine vegane Ernährung nicht geeignet ist für Kinder oder eben auch für die Schwangerschaft und für die Stillzeit. Und das liegt daran, dass wir noch nicht sehr viele Daten zu diesem Thema haben. Aber in letzter Zeit eben immer mehr Studien dazu erschienen sind. Und wir gucken uns heute mal ein Systematic Review, also eine systematische Auswertung zu der Fragestellung an, ob eine vegane und vegetarische Ernährung zu einer Muttermilch beiträgt, die eben den Ansprüchen genügt, die eine Muttermilch eben so haben sollte. Und da sind natürlich verschiedene bestimmte Nährstoffe im Fokus, die eben immer im Fokus stehen, nicht nur bei einer veganen oder vegetarischen Ernährung, sondern einfach generell. Und das sind Eisen und Zink und Jod und Selen, Omega-3-Fettsäuren, Cholin ist auch noch dabei, Vitamin B12, nur um mal ein paar zu nennen. Und die hat man sich jetzt eben mal angeguckt. Mischköstliche Ernährung, vegetarische Ernährung, vegane Ernährung, entsprechend supplementiert oft auch. Also das ist erstmal Grundbedingung, dass die Mutter gut versorgt ist. Das ist quasi das Ergebnis der Studien, dass wenn die Mutter gut versorgt ist, sei es jetzt über die Ernährung oder eben auch in bestimmten Dingen über Nahrungsergänzungsmittel, dann ist auch die Muttermilch von entsprechender Qualität. Und das liegt einfach daran, dass die Muttermilch ein ja, sagen wir mal, etwas ist, was vom Körper immer in derselben Art und Weise hergestellt wird. Und das Problem ist, dass dafür dann teilweise die Vorräte der Mutter angezapft werden. Das heißt, im Laufe der Evolution ist eben das Leben des Kindes, der nächsten Generation, wichtiger in Anführungsstrichen als das aktuelle Leben der Mutter. Und deswegen werden die Vorräte der Mutter, was diese Nährstoffe angeht, dann aufgebraucht für die Muttermilch. Und deswegen geht es gar nicht so sehr um die Muttermilch, die jetzt von der Qualität her leiden würde, bei Nährstoffmängeln zum Beispiel, sondern es geht eher darum, dass die Mutter selber darunter leidet. Und deswegen muss man eben als Mutter darauf achten, dass man mit allen Nährstoffen ausreichend versorgt ist. Und das geht eben bei einer veganen Ernährung, das geht bei einer vegetarischen Ernährung, das geht bei einer mischköstlichen Ernährung genau gleich gut. Aber in allen drei Ernährungsformen muss man darauf achten. Und deswegen einfach, wenn man schwanger ist oder schwanger werden möchte oder gerade dabei ist zu stillen, dann sollte man da auf jeden Fall darauf achten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Schreib in die Kommentare, wie deine Erfahrungen zum Beispiel mit vegetarischer und veganer Ernährung und der Schwangerschaft, dem Stillen oder auch mit den Ärzten, was dieses Thema angeht, ist. Und dann freue ich mich darüber und kann da auch einmal antworten. Und dann verabschiede ich mich einmal mit gesunden Grüßen und bis zum nächsten Mal.